Die Sache mit diesem p von 3x minus 5 hier hinten, was manche vielleicht irritiert hat, ist ziemlich billig, genau genommen. Wir nehmen einfach ein allgemeines Polynom p von x. Allgemein sieht es im Polynomraum der Polynome bis zum Grad höchstens 2 folgendermaßen aus: a mal x hoch 2 plus b mal x plus c. Und schreiben dieses Ding ein weiteres Mal hin. Und zwar deshalb, damit bei dem weiteren ein bisschen mehr Platz geschaffen werden kann, dort, wo das x steht. Das mache ich hier mal. Überall, wo x steht, schaffe ich ein bisschen mehr Platz. Und der Hintergrund, warum ich das mache, wird gleich beleuchtet. Ich lösche nun, nachdem ich Platz geschaffen habe, das x einfach mal raus und ersetze es durch 3x minus 5. Mache ich hier 3x minus 5, 3x minus 5, 3x minus 5, 3x minus 5. Gerade eben stand dort, wo jetzt rosa 3x minus 5 steht, noch das schwarze x. Zur Sicherheit wird das Ganze noch hier eingepackt und damit ist die Sache geregelt. Das ist die Bedeutung von dem p von 3x minus 5. Man kann natürlich im Weiteren, um die Sache zu verhübschen, die Klammern auflösen. Das heißt a mal 9x² minus, was gibt das, 30x plus 25 auf Basis der binomischen Formel draus machen. Entsprechend kann man die zweite Klammer aufknacken, daraus 3bx herstellen, abzüglich 5b, hinten noch plus c dran. Auch die vordere Klammer kann man noch bearbeiten, aber damit hat man nur die Form geändert, nicht mehr den Inhalt. Die Bedeutung von diesem p von 3x minus 5 ist also einfach hiermit schon gesagt.